Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du ja dir dieses Video anschaust. Wenn du das Video jetzt hier anschaust, dann könnte es sein, dass du großes Interesse hast, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich möchte dir eine Möglichkeit vorstellen, die ich persönlich für die beste aller Möglichkeiten halte. Und darauf möchte ich jetzt kurz in diesem Video eingehen. Möchte aber auch ganz offen und ehrlich sagen, worauf es dann auch tatsächlich ankommt, dass das Ganze dann auch für dich funktioniert. Wenn wir uns mal so die Gründe anschauen, ja, dann gibt es viele Gründe, warum Menschen von zu Hause aus arbeiten wollen, ja. Wenn du mal den Begriff von zu Hause aus arbeiten bei Google eingibst, dann kriegst du super viele Möglichkeiten angeboten, ja. Und welche ich für die beste halte, da gehen wir jetzt eben gleich im Anschluss drauf ein. Nur ein Satz dazu: von Affiliate Marketing bis über Kugelschreiber zusammenbauen, Online-Casino, Poker. Eigentlich ist alles dabei, ja. Und wichtig ist einfach nur, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, viele Dinge davon sind wenig seriös, ja. Und deswegen möchte ich dir jetzt heute halt in diesem Video eine Möglichkeit vorstellen, die ich für seriös halte, ja, weil ich sie selbst betreibe. Und ja, natürlich gibt es wie in jeder Branche seriöse, unseriöse Unternehmen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das ist einfach Fakt. Nicht jeder Arzt arbeitet nach Vorschrift, nicht jeder Klempner arbeitet nach Vorschrift, nicht du findest schlechte Beispiele in jeder Branche. Das will ich damit einfach nur sagen. Also, und wenn wir uns einfach mal anschauen, was so die Gründe sind, warum die Menschen von zu Hause aus arbeiten wollen, dann gibt es so im Prinzip so zwei Lager. Ja, so will ich es mal nennen. Die einen, die wollen einfach kurzfristig einen finanziellen Engpass bedienen. Ja, das heißt, die haben jetzt irgendwie die Waschmaschine kaputt, Auto kaputt, was auch immer. Das heißt, die brauchen kurzfristig Liquidität und suchen dementsprechend nach einem Job, den sie halt von zu Hause ausüben können, weil sie jetzt aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht eine Stunde zu einer Arbeitsstelle fahren können oder wie auch immer. Ja, so, das ist das eine Lager. Dann gibt es das andere Lager, das sagt, nee, mein Chef nervt mich total an, mein Job ist einfach Kacke, ich sehe keinen Sinn drin, ich habe keine Lust, morgens im Stau zu stehen, ich habe keine Lust, abends im Stau zu stehen, ich möchte diesen Druck auf der Arbeit nicht mehr. Was auch immer so die Hintergründe sind. Und der Hauptgrund, den dieses Lager im Prinzip hat, ja, und das merke ich in den Gesprächen, die ich führe, das ist eigentlich ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen nach eigenen Vorstellungen. Ja, und das hört sich immer so, ja, romantisch an. In der Praxis ist es aber so, dass das letzten Endes die Zielvorstellung ist. Ja, bis das soweit ist, ist natürlich auch ein Stück weit Arbeit notwendig. Und da muss man auch manchmal Dinge tun, die einem jetzt nicht so viel Spaß machen. Das gehört halt eben auch dazu. Ja, das darf man da auch nicht verschweigen. Aber das ist so der Hauptgrund. So, und jetzt muss man sich einfach überlegen, okay, was in welches Lager gehöre ich denn? Ja, es ist im Prinzip ganz einfach. Du kannst hergehen und kannst sagen, okay, ich baue Kugelschreiber zusammen, ja, und werde pro Stunde oder pro Stückzahl bezahlt. So, jetzt weißt du natürlich, wenn du zu dem Lager gehörst, was kurzfristig Geld braucht, dann bist du da unter Umständen vielleicht gar nicht schlecht aufgehoben, weil du sofort weißt, was du bekommst, ja, wenn du Zeit investierst. Aber du hast halt auch den Nachteil: in dem Moment, wo du mit dieser Tätigkeit aufhörst, ist das Einkommen weg. Ja, das heißt, du tauschst klassisch Zeit gegen Geld. Ja, egal, ob du das jetzt vor Ort irgendwo in der Tankstelle machst, Nebenjob oder von zu Hause aus was machst. Du weißt, okay, wenn ich 10 Stunden die Woche investiere, bekomme ich den Betrag X. So, Punkt. Danach, wenn du aber aufhörst damit, ist das Thema auch wieder durch. Das heißt, in deinem Leben hat sich nichts verändert. Ja, außer dass du halt Zeit gegen Geld getauscht hast und vorübergehend ein bisschen mehr Liquidität in der Haushaltskasse hattest. Die zweite Herangehensweise ist die, dass man sagt, ich möchte mir von zu Hause aus nebenberuflich oder hauptberuflich ein lukratives Einkommen, ein lukratives Geschäft aufbauen. So, und auch hier kann es sein, dass du die gleiche Anzahl an Stunden investierst und vielleicht sogar am Anfang weniger verdienst, wie wenn du jetzt Zeit gegen Geld tauschst. Der Vorteil allerdings ist, dass wenn du dir zum Beispiel, wenn du immer die gleiche Anzahl an Stunden investierst und immer wieder neue Kunden hinzugewinnst oder neue Vertriebspartner, wenn du dir ein Vertriebspartnernetzwerk aufbaust, dann machst du diese Arbeit ja immer einmal. Und wenn du jetzt zum Beispiel Produkte vertreibst,
die immer wieder nachbestellt werden müssen, egal ob du jetzt darauf hinweist oder nicht, ob du im Urlaub bist oder nicht, dann hast du sowas, was man ein Stück weit passives Einkommen nennt. Ja, das heißt, Kunden bestellen ihre Produkte nach und immer wenn Produkte nachbestellt wird, wird es erfasst und du bekommst dann, weil du den Kunden dem Unternehmen zugeführt hast, dann halt eben eine Provision. So, und dann kannst du jetzt sagen, okay, ich baue mir über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre einen Kundenstamm auf, wo mir dann jeden Monat einen Betrag X aufs Konto spült, egal ob ich jetzt aktiv was tue oder nicht. Ja, oder immer dann, wenn in deinem Vertriebspartnernetzwerk, was du dir aufgebaut hast, Umsätze gemacht werden, Verkäufe getätigt werden, wirst du finanziell dran beteiligt. Ja, so, und diese Vertriebsform, die nennt man Network Marketing, und das ist aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, sich von zu Hause aus nebenberuflich oder hauptberuflich ein lukratives Geschäft aufzubauen, weil du jede Arbeit im Prinzip einmal machst. Das heißt, du gewinnst einen neuen Kunden, wenn der mit den Produkten zufrieden ist, wenn er mit dir zufrieden ist, dann wird er auch regelmäßig nachbestellen. Das heißt, du wirst einmal für die Arbeit immer wieder entlohnt werden. Ja, und das nennt man dann passives Einkommen. Oder du hast dir ein großes Vertriebspartnernetzwerk aufgebaut. Ich mache ein Beispiel mal angenommen, du hast 10.000 Vertriebspartner aufgebaut oder 1.000 oder 500. Ja, und in diesem Vertriebspartnernetzwerk werden dann Produkte verkauft, neue Kunden hinzugewonnen, dann wirst du dort finanziell dran beteiligt, weil du eben die Menschen ins Unternehmen gebracht hast, weil du für Fragen zur Verfügung stehst, weil du deine Vertriebspartner ausbildest, ja, und ihnen zeigst, wie du das Geschäft erfolgreich betreibst. So, und das ist für mich eines der fairsten Geschäftsmodelle, die es gibt, ja, weil es für jeden gleich ist. Also egal, welches Unternehmen du wählst, innerhalb eines Unternehmens hat jeder den gleichen Vergütungsplan, jeder hat den gleichen Markt zur Verfügung und jeder hat eben halt das gleiche Marktumfeld, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Provisionen. Ja, und das führt einfach dazu, dass jeder die gleichen Chancen hat, egal ob er aus Osten Deutschlands kommt oder aus dem Westen, ob er alt, ob er jung, ob er dick oder dünn, ja, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, jeder hat die gleichen Startbedingungen. Und trotzdem, und das ist so eine Frage, die mich auch häufig erreicht, kann es jeder schaffen? Ja, so, und das ist die Frage, kann es wirklich jeder schaffen? Und wenn ich mir die reinen Fakten anschaue, dann ist die Antwort ganz klar, jeder kann es schaffen. Aber wenn man dann mal in die Branche reinguckt, wenn man in die Unternehmen reinguckt, dann stellt man relativ fest, dass es auch hier wieder drei Lager gibt. Da gibt es die super erfolgreichen, die, die ein gutes Einkommen erzielen und die sich mit ein paar Euro quasi zufrieden geben. Ja, also findest du quasi in jedem Unternehmen so eine Verteilung. So, und deswegen muss man halt auch das Ganze revidieren und sagen, ja, theoretisch ist es für jeden machbar, theoretisch kann jeder erfolgreich in Network Marketing werden. In der Praxis ist es aber so, dass es, nur ein gewisser Prozentsatz wirklich ganz an die Spitze schafft. Dann gibt es einige, die im mittleren Bereich unterwegs sind und einige, die sich halt mit ein paar Euro zufrieden geben. Ist jetzt Network Marketing gut? Ist es schlecht? Nein, es ist einfach nur fair, weil jeder für das bezahlt wird, welche Ergebnisse er liefert. Ja, es ist ein rein ergebnisorientiertes Geschäft. So, und jeder, der anfängt, hat die Chance zu entscheiden, möchte ich ein Millionengeschäft aufbauen oder möchte ich eben halt ein kleines Geschäft aufbauen. Ist in jeder Branche genauso. Es gibt im Einzelhandel, gibt es Riesenunternehmen wie, ja, große Einzelhandelsketten halt zum Beispiel, oder es gibt halt kleine Tante-Emma-Läden zum Beispiel, die halt nur im Ort ja ein bisschen ein paar Waren anbieten. So, und jeder entscheidet aber selbst, wie groß er sein Geschäft macht. Und das ist das Schöne am Network Marketing. Der wichtigste Punkt, den du aber brauchst, ja, um überhaupt was zu reißen im Network Marketing, das ist Wille. Ja, das ist Wille. Und ich nenne es jetzt mal Commitment, ja. Das heißt, wenn du heute irgendwo dich für ein Unternehmen entscheidest, dann ist es wichtig, dass du dich 100% dafür entscheidest. Und entscheiden heißt, andere Möglichkeiten ausschließen. Ich vergleiche das immer mit einer Ehe, ja. Wenn du eine Ehe mit jemandem eingehst, dann ist es sinnvoll,
nicht parallel nach anderen zu schauen. Weil spätestens wenn dein Ehepartner das mitkriegt, dann wird er dich nicht mehr unterstützen und auch nicht mehr fördern. Und das ist im Network Marketing genauso. Wenn deine Führungskraft mitkriegt, dass du parallel andere Unternehmen promotest, ihn aber anrufst, um Tipps von ihm zu erhalten, dann wird er kein Interesse haben, dir die Tipps weiterzugeben. Warum sollte er das denn auch tun? So, und das ist wichtig. Commitment. Also entscheide dich 100% für einen Partner. Ganz wichtiger Punkt. Kann ich nur noch mal ganz dick unterstreichen. Zweiter Punkt ist Wille. Jeder entscheidet, wie groß sein Unternehmen werden soll. Warum? Weil er mit der Größe des Unternehmens, was das damit verbundene Einkommen, einen gewissen Lifestyle ja, sich vorstellt. So, und wenn dein Wille groß genug ist, diesen Lebensstil, diesen Lifestyle Wirklichkeit werden zu lassen, dann wirst du Wege finden, dann wirst du Eigenverantwortung übernehmen, dann wirst du neue Dinge hinzulernen und du wirst auch manchmal Dinge tun, auf die du keinen Bock hast, weil du weißt, sie sind notwendig, ja, und ich muss sie jetzt trotzdem tun, um diesen Lifestyle zu kriegen. Ja, ich gebe ein Beispiel, wenn jemand von ganzem Herzen, jetzt bleiben wir mal in der materialistischen Ecke, ja, wenn jemand von ganzem Herzen einen Porsche fahren möchte, dann kann das dauern. 1, 2, 10, 15, 20 Jahre. Spielt keine Rolle. Wenn er es wirklich möchte, dann wird er Wege finden, um irgendwann mal Porsche zu fahren. Punkt. Wenn er es wirklich will. Auf der anderen Seite, ja, wenn jemand nur sagt, er hätte gerne einen Porsche, ja, und das aber nicht von Herzen kommt und er das wirklich nicht hundertprozentig will, dann wird er wahrscheinlich in 30, 40 Jahren noch keinen Porsche fahren. Und deswegen ist wichtig, dass du für dich klar definierst, was für einen Lebensstil möchte ich machen. So, und jetzt aufs Network Marketing zu kommen. Jeder Lebensstil ist möglich im Network Marketing. Und du kannst frei wählen, welchen Lifestyle du möchtest. Wenn du sagst, ich möchte 300, 400 Euro dazu verdienen, weil dann kann ich meiner Familie mit den 300, 400 Euro das leisten, das Leben so ermöglichen, wie ich es mir vorstelle. Super, dann ist es mit Network Marketing möglich. Und du musst dich auch nicht mit anderen vergleichen. Du musst auch nicht sagen, ich muss an die Spitze des Marketingplans, wenn du nicht hin willst. Das ist überhaupt nicht notwendig. Du kannst für dich festlegen, was du möchtest. So, wenn du sagst, ich möchte aber 5, 10, 15, 20.000 oder ja, sechsstellig im Monat oder mehr verdienen, auch das ist möglich. Da gibt es in der Branche genügend Beispiele, die das haben. So, entscheiden, was du haben willst, musst du. Und dann brauchst du halt natürlich den Willen, um das Ganze dann auch umzusetzen und da nicht locker zu lassen. Egal wie lange es dauert, was ist denn die Option zu sagen, ich verzichte auf den Lebensstil? Nee, wenn du es wirklich willst, wird es niemals die Option sein, ja? Und das ist einfach, was ich dir in diesem Video mit auf den Weg geben will. Also ganz wichtig, die beste Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten ist aus meiner Sicht Network Marketing, ja? Und weil es das fairste Geschäftsmodell ist. Und ganz entscheidend ist, dass du, wenn du dich für einen Einstieg im Network Marketing entscheidest, dass du ja Commitment hast, dass du 100% da bist, ja, für dein Partnerunternehmen, dass du für das Team 100% da bist, dass du für dich 100% da bist, für deine Kunden, dass du einfach, ja, dass die Leute wissen, für was du stehst. Und der zweite Punkt ist dann Wille, dass du dein Ziel, dein Lebensstil, ja, auch wirklich verwirklichen kannst. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde mich jetzt mal deine Meinung noch interessieren, was du für die beste Möglichkeit hältst, von zu Hause aus zu arbeiten, was für dich ja die besten Geschäftsideen in dem Bereich sind. Gerne auch Tipps, was du Startern mit auf den Weg geben würdest, falls du jetzt damit schon Erfahrung gemacht hast. Fände ich super spannend, freue mich da auf deinen Kommentar. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, gib doch einfach einen Daumen hoch, ja, sei so freundlich. Das freut mich auch dann immer, wenn ich sehe, dass das Video für einige ja einen Mehrwert hatte. Genau, ansonsten schaue auf meinem Blog vorbei, oliverschirmer.de. Ich werde dir auch den Link zum Blogartikel nochmal verlinken, wo ich auf viele Themen einfach noch ein bisschen tiefer ins Detail gehe, wie ich das jetzt hier im Video machen kann. Und falls du meine Möglichkeit kennenlernen willst, ja, mit der ich
immer wieder daran arbeite, meinen Lebensstil, meinen Lifestyle zu verbessern, findest du unterhalb des Videos. Auch den Link kannst du dir kostenlos unverbindlich Infos anfordern. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns beim nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.